Normalerweise gibt es die große Militärparade in China alle 10 Jahre. Jetzt wurde diese kurzerhand vorverlegt. Doch was will China mit der Megaparade auf dem Platz des himmlischen Friedens sagen? Klar ist, dass man in Peking protzen möchte und den 70. Jahrestag des Sieges über Japan dazu in der letzten Woche zum Anlass machte. Die Chinesen nehmen dieses Ereignis sehr ernst und bereits vor und auch nach der Parade steht die militärische Machtdemonstration immer wieder im Vordergrund. Auf dem Platz des himmlischen Friedens ist auch nach der Parade richtig was los. Hierher strömen Touristen aus aller Welt und lassen sich berieseln von den geschichtlichen Eindrücken. Und auch jetzt ist das Militär vor Ort präsent und lässt sich hier und da in die Karten schauen. Der Platz, auf dem rund 500.000 Menschen Platz finden, ist komplett mit Kameras überwacht. Dem Staat entgeht hier nichts. Auf dem Platz des himmlischen Friedens wirkt dies eigentlich ein wenig bedrückend. Aber in China völlig normal. Wer also als Tourist hierher kommt, darf sich erstens nicht von den Menschenmassen sowie zweitens von den Überwachungsmechanismen verstimmen lassen. Ein Erlebnis ist es allemal, auch wenn keine Militärparade an einem vorbeizieht.